Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Battle Chasers Night War. Yo, beim letzten Mal gegen den Schleim direkt. Warum habe ich ein Leben verloren? 65? Ach, genau, wegen dem Erdelementar. Alles klar. So. Ja. Kloakenschleime kriege ich erstmal noch nicht da und den Schleim. Der eiserne Außenposten. Heroisch. Bam. 63 getötete Monster. Heldenchaos, Calibretto, Feindchaos. So wenig Gene habe ich echt nur besiegt. Holy moly, ey. Geplünderte Behältnisse, gelesene Sagen. Okay, 2 von 8 haben wir. Gefangene, einmalige Fische. Ja, muss ich halt auch noch fangen, ne? Gibt's da noch irgendwas? Gelesene Sagen, betretene Dungeons, besiegte Dungeons, getötete Bosse. Calibretto und Galli sind schon mehrfach. Ja, die sind halt gegen den Flammtypi gereckt. Ist schon in Ordnung. Blinkstationsbenutzung. Okay. Ja, würde ich sagen, einfach mal weiter. Wir können eigentlich noch die Artefakte vergeben. Ja, ich kann ja seine. Würde ich 14, 18, 20, 25 Dinge haben. Eine Schatzklinge. 60 ATK. 60 Waffen schon, ja. Angriffsstärke und Ausdauer geht runter. Bonusschaden 112. Allerdings physisch die Abwehr geht krass runter. Diese Panzerung heizt Projektile vor dem Abschuss auf und entflammt dadurch manchmal getroffene Feinde. Okay, ist aber auch sehr uncool. Wenig gute Stats. Steinzertrümmer. Okay. Eigentlich sehr cool. Stärker das in Schlachten gefundene Gold. Das ist eher, glaube ich, das Interessantere, wofür man hier was rausgeben könnte. Gibt allen Händen einen Vorteilspunkt. Kann man sich Skins benutzen. Ja, aber so wirklich was Interessantes gibt es da aktuell nicht. Deswegen möchte ich meine Artefakte schon noch behalten. Kann ich noch saufen? Nee, weil ich habe heute schon. Ja. Gut, dann haben wir beim letzten Mal die Kanone. Ich kann Calibretto nicht wechseln. Kanone außer Kraft gesetzt. Und weiter geht's. Nach rechts müsste ich lang. Ich könnte aber nach... Okay, ich muss nach rechts lang. Links geht's in... Hier. Yeah. Geht's nicht weiter. Wird auf jeden Fall links sein wahrscheinlich. Ach, ich muss ja lang. Sonst komme ich gar nicht links. Noch ein sprechender Leichnam. Ah, ist aber eine ganz schön große Klappe. Speer haben in der Regel eigentlich nicht viel Leben, aber er hält schon ein bisschen was durch. Ah, schöner Crit. Dead. Hab mir jetzt so überlegt, Calibretto ist eigentlich grundsätzlich gar kein Tank. Ich glaube, Gullys Tank, Garrison Damage Dealer und Calibretto ist eher ein Healer. Dass ich ihn auf Tank baue, ist eigentlich überhaupt nicht gut. Aber der ist kein Tank. Ja, darum geht es nicht lang. Ich möchte jetzt hier keine unnötigen Kämpfe machen. Da komme ich ja eh noch lang später. Da hole ich mir erst noch das Blümchen. Oh, guck mal, man kann. Ah, okay, cool. Aber nicht immer, interessanterweise. Faszinierend. Okay, gehen wir erstmal unten lang. Ja, hier ist Ende am Ende. Ich habe aber ihre Chancen berechnet, sie sind dürftig. Mehr ausweichen, steigert die Angriff. Ach, er. Ist ja ekelhaft. Haben wir irgendwie klar. Ekelhaftes Drecksbiest.
Sofern er den Text nicht mehr ausweicht. Aber Galisto kommt sogar nochmal dran. Alter, der lädt den ultra krassen Attack auf. Wenn er so langsam ist. Oh. Item. Was haben wir hier? Gar nichts. Gar nichts. Eine Kiste. Yay. Was könnte das sein? Okay, ein Regulierer. Noch mehr von euch? Der schockt im Tod den Charakter, den getötet hat, und fügt ihm mäßigen Schaden zu. Das hat natürlich nur praktisch, wenn der Kampf länger dauert, also wenn es mehr Gegner gibt. So macht es natürlich keinen Sinn für ihn. Außer nochmal am Ende Schaden machen, ne? Das ist ätzend. Oh, Mechpanzerung haben bekommen. Alias Transmedaillon mäßiger Reinigungsflakon. Bonusschaden, Ausdauer. Töne mich jetzt nicht so an. 20 HP, die will ich schon ganz gerne behalten. Können wir die auch noch? Oh, zwei, okay. Ja? Ja. Bzzzt. Ist ja Verschwendung, die Superkräfte nicht zu nutzen, wenn ich sie so schnell wieder auflade. Oh. Der stirbt aber gleich. Das ist in Ordnung, wenn er Garrison angreift. Das ist wunderbar. Der kann sich gut genug heilen. Interessanterweise bekommt er beide Attacks ab vom Gegner. Arme Sau. Und. Autsch. Der hat ziemlich auf die Fresse bekommen. Haben 3 und 8 Leben nur. Ist in Ordnung. Ist schon okay. Tigers Schattenbanner. Ausdauer und Ausweichen. Ich kriege 32 Punkte weniger. Und Tanky halt. Die Tankiness geht verloren, dafür Ausweichen mehr. Ach, das ist schwierig. Aber er hat eine ziemlich krasse ziemlich krasse Defense. Jetzt hat er 1% Chance auszuweichen. Jetzt hat er wesentlich weniger Abwehr. Ah, finde ich schon ganz in Ordnung so. Wollen wir den killen oder heilen wir erstmal Garrison über einen weiteren Kampf? Oh, das ist gar kein Kampf, oder? Komischer Laden für eine Taverne. Spelunke zur gefährlichen Brandung. Das hier als Taverne zu bezeichnen ist kulant. Der Laden sieht aus wie eine Kellerkneipe. Trotzdem, in Kellerkneipen gibt es eigentlich immer Informationen. Das könnte ein Versuch wert sein. Bleib einfach hinter Brett und mir. Kein Problem. Würde ich ganz gerne reingehen. Zur gefährlichen Brandung. Eine Übernachtung im Gasthaus kann manchmal kurz die Dialoge. Ja, okay. Erkundungsbereich. Faszinierend. Wer ist da? Ist jemand da? Nolan? Warum habe ich das nicht einfach schon früher getan? Mein Rücken. Nolan, ich kann nicht glauben, dass du wohl auf bist. Aber du wurdest in ein Fass gestopft. Wollen wir mehr wissen? Nein, wollt ihr nicht. Und welch ein Zufall. Ich sprenge das Fass und ihr geht gerade daran vorbei. Wirklich praktisch, wie das manchmal läuft. Wie ist es dir ergangen? Wir haben keine Zeit für Geschichten, die müssen noch warten. Jetzt haben wir es mit Banditen zu tun, die Waren für eine zwielichtige Dame transportieren. Wissen wir. Sie haben ein Artefakt. Vielleicht auch mehr als eins. Und du hattest recht. Auf dieser Insel gibt es Mana. Natürlich hatte ich recht. Dann sind wir jetzt wohl offiziell beteiligt.
Ich bin froh, dass du wohl auf bist. Kein Grund, rührselig zu werden, du Rostkübel. Wir haben zu tun. Die Banditen wollten einfach nicht aufhören, über Rammstorf und eine anstehende wichtige Lieferung zu quatschen. Die Artefaktklinge. Wahrscheinlich. Ihr habt auf der Insel ja schon ziemlich viel Wind gemacht, also wissen sie von euch. Ihre Bossdame scheint deswegen ziemlich sauer zu sein. Endlich eine gute Nachricht. Das ist die richtige Einstellung. Wie wär's mit einem anständigen Schluck, bevor wir weiterkämpfen? Nein, danke. Ah, ihr habt dem Alk abgeschworen. Dann also nach Rammstorf. Mein Rücken bringt mich um. Okay. Bleiben und erforschen natürlich. Ich wollte in den Einstellungen, ich habe das im Nachhinein gemerkt, dass die... das kriegst du leider nicht, die Stimmen weiter höher. Weil die Gespräche sind wahnsinnig leise, die Dialoge. Das kann ich wahrscheinlich auch leider nicht, also kann ich halt nicht ändern. Finde ich ein bisschen schade. Na, hier geht's noch nicht rein. Erstmal erkunden wir weiter hier. Ich will noch alles mitnehmen. Free Gold, ja. Oh, nichts ist von Dauer. Jemand hat etwas auf dieses alte, vergilbte Pergament geschrieben. Ich sitze hier und trinke mein Bier. Muss denken an Dinge, die waren teuer. Mir, Uhr und Waffe, Amulett, Schiff und Hund. Ein gutes Gespräch, ein Kuss auf den Mund. Meine Liebe war ein Schatz, mit dem ich war gesegnet. Einem lieberen Menschen bin ich nie begegnet. Ich wollte sie bringen in ein fernes Land, wo nichts ihr schaden könne, so war es geplant. Warum ich so traurig bin, wollt ihr von mir wissen? Ein Sturm hat sie und mein Schiff mir entrissen. Der untere Teil der Notiz sieht aus, als sei er einst nass von Tränen gewesen, doch dann in der Sonne getrocknet. Wow, wie Wege gibt's denn hier, bitteschön? Okay, nehmen wir erstmal das ganze Zeug hier mit. Was passiert, wenn ich hier reingehe? Oh wow, hier geht's noch weiter. Ist ja ekelhaft. Eine Notiz hängt aufwendig an der Wand. Dies ist die Werkstatt von Arthur J. Stefanelli. Ja, der Arthur Stefanelli, der Technomant. Hier ist jeder willkommen. Es ist mir egal, zu welcher Fraktion oder was auch immer ihr gehört. Solange ihr gute Maschinen respektiert, steht es euch frei, alles hier zu genießen. Aber macht nichts kaputt, ihr Rübel. Ist das ein Gegner? Nee, ist keiner, ne? Jetzt haben wir noch mehr Loot. Ist wichtig. Alles mitnehmen. Ich kann nie genug Items haben. Oh, was auch nicht schön ist. Die Maschinen können mit etwas betrieben werden. Eine Energiezelle benutzen, habe ich leider nur nicht. Dieser Seerstein wurde zweckverändert und spielt jetzt einmalige Ereignisse ab, die ihr bereits erlebt habt. Sein Kristall kann tief in euer Bewusstsein reichen und Erinnerungen hervorholen, die ihr dann noch einmal für euch abspielt. Ein Video ansehen. Das uralte Artefakt. Luftschiffüberfall. Mal ganz kurz das hier. Achso. Das war da, wo die Rüstung dann kam. Alles klar. Okay, gut zu wissen. Also hier brauche ich noch eine Energiezelle. Krass. In der Taverne geht es ja so noch weiter. Heftig, heftig. Dann geht es auch noch mal kurz rein. Oh. Wow. Der mürrische Mann betrachtet euch von oben bis unten, als ihr euch ihm nähert. Und wer seid ihr? Ihr seht gewiss nicht wie die Sorte aus, die sich hier normalerweise rumtreibt. Du siehst bekümmert aus. Bekümmert? Das ist nett ausgedrückt. Manchen Leuten gefällt unsere Lebensart nicht, aber wir haben wenigstens Regeln. Aber das ist insbesondere ein Mann, der mich bekümmert. Eines Tages kriegt er das, was ihm zusteht. Erzähl mir mehr. Er heißt Everton, der Rote. Er hat eine Ader in sich, eine ganz fiese Ader. Der übelste Kerl, dem ich je begegnet bin. Ich höre, dass er sich dieser Tage in Rammstoff versteckt. Wenn er eines Tages verschwende, würde das eine Menge Leute ziemlich glücklich machen. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen. Wir halten nach ihm Ausschau. Ah, cool, neue Info. Zwei Gäste sind in eine hitzige Debatte vertieft. Einer von ihnen hat unter dem Tisch verstohlen die Hand auf seine Pistole gelegt. Was haben wir denn für ein Problem? Nur weiter so, das könnte interessant werden. Langsam zurückwärts. Was haben wir denn für ein Problem? Der rechte Gast sagt, diese Witzfigur glückt aus alles, was der Kapitän sagt. Der linke Gast erwidert, auch wenn sie lügen, wollen sie nur unser Bestes.
Wie wär's, wenn wir euch beiden einen ausgeben? Das ist doch gut. Der rechte Gast sagt, was zu trinken? Oh, ich bin sicher, das würde ihm gefallen. Einmal geblinzelt und schon hätte er meinen Becher vergiftet. Der linke Gast erwidert, ich habe gerade dasselbe von dir gedacht. Das ist etwas, das eine Schlange wie du tun würdest. Langsam zurückweichen. Nur weiter so, das könnte interessant werden. Der rechte Gast sagt, ja, es wird in dem Moment vorbei sein, in dem er zugibt, dass die Typen ganz oben keinen Plan haben und sich einen Dreck um ihn scheren. Der linke Gast sagt, ach, der Kapitän würde alles für uns tun? Wie kannst du so etwas sagen? Okay, ist genau das gleiche wieder. Zwei Dolche auf den Tisch legen. Regelt das auf die altmodische Art. Der linke Gast sagt, ich glaube langsam, dass wir zu viel darüber streiten. Der rechte Gast sagt, vielleicht wollen sie das ja. Dafür sorgen, dass wir uns gegenseitig hassen und nicht sie. Der linke Gast sagt, was tun wir hier? Niemand kümmert sich einen Dreck um uns. Beide lächeln müde, ihre Schultern entspannen sich, während sie tief ausatmen. Ihr Typen seid nicht witzig. Also da kannst du es ja anscheinend gar nicht nichts triggern. Was kriegst du da oben? Nehmen wir natürlich auch noch mit. Beklüftet. Oh, nice. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Krams? Gut, bevor wir das da machen, ich weiß, das ist mega gemein. Kurz wieder eine Pause. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Battle Chasers, mir ist der Name gerade entfallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.